Hi, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Ich bin Vanessa und ich liebe einfach Gitarre spielen und möchte euch das gerne, diesen Spaß am Gitarre spielen einfach an euch weitergeben. Und warum glaube ich jetzt, dass ich euch irgendwie ein, zwei Sachen über die Gitarre erzählen kann? Naja, ich spiele nicht seit ich denken kann, aber seit ich 7 bin. Hab dann so mit 13 angefangen, ersten Bands zu spielen. Bin so durch alle möglichen Genres geflogen, hab klassisch angefangen mit Metallica, Guns N' Roses, den ganzen Kram. Hab schon in Funk-Sessions, Hip-Hop-Sessions, Rock-Pop-Sessions mitgemacht. Außerdem habe ich in meiner Auslandssemesterzeit in Chicago ganz viel mit lokalen Bluesmusikern gespielt. Hatte einen Riesenspaß, das ist super da, geht da unbedingt hin. Hab dann irgendwann auch mal Eigenmusik geschrieben, 3 eigene Singles bisher veröffentlicht. Neues Material kommt bald, lasse ich euch wissen. Auch ansonsten bin ich musikalisch sehr glücklich in meiner Aerosmith Tribute Band. Da habe ich noch eine Prog Band und so weiter. Ich habe zuletzt jetzt 6 Jahre insgesamt Bachelor und Master an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim studiert und habe da super Leute kennengelernt. Ich unterrichte seit vielen Jahren, gebe auch viele Bandcoachings. Im Moment habe ich 5 Bandcoaching-Bands in verschiedenen Altersstufen. Und außerdem, wer da vielleicht Abonnent ist beim Bernd, bei Gitarrenlehre Online schreibe ich die Video-Feedbacks. Ich sehe also sehr viele Leute Gitarre spielen in meinem Alltag und spiele auch selber viel. Das heißt, der Kanal wird sich ja vor allem um Gitarre drehen. Es wird um bekannte Riffs gehen, es wird um bekannte Licks und Soli gehen. Ich werde euch immer wieder auch mal eigene Musik von mir vorstellen und die werden wir vielleicht dann auch eigene Riffs behandeln. Außerdem sowas wie Soundcheck, also was für Equipment verwende ich und für welche Situationen. Dann sowas wie vielleicht auch Songwriting-Tipps. Perspektivisch dann bestimmt auch sowas wie Interviews, Equipment-Tests und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon riesig und ich hoffe, dass ihr mich ein bisschen begleitet.